herzlich willkommen zur Folge 45 des Euro Truck Simulators 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und werde natürlich probieren, richtig wieder Gas zu geben, so wie ihr es gewohnt seid. Wir sind letzte Folge nach England gefahren und ich habe dieses Mal vor, ein bisschen in England zu bleiben. Ich guck mal, was die Aufträge so sagen. Paris, Paris, Paris. Felixstowe. Ja, England sind die Aufträge irgendwie alle so ein bisschen Cambridge. Schlecht, sage ich jetzt einfach mal. Ja, die englischen Aufträge, die haben einfach, die geben keine Kohle. Ich bin hier 3,5 Stunden unterwegs und krieg 5000 Öcken. Das ist einfach ein bisschen wenig. Mann. Aber was soll's, wir müssen auch mal hier ein bisschen England exploren. Und deshalb, guck, ne, sind auch nicht viel besser. Und deshalb machen wir das jetzt einfach mal. So, ich hoffe mal, ich komme hier gleich noch richtig hin, dass ich den gleich anhängen kann. Aber ich glaube, das zählt. Ja, wir stehen zwar völlig daneben, aber was soll's. So, und wir fahren nach Felixstowe. Dann Tape ab. Bis nachher. Erster Aufenthalt in Felixstowe und die Engländer sind noch schlimmer wie die Deutschen, wenn man ja die Blitzer bedenkt, finde ich jetzt. Also in Deutschland gibt es im Vergleich zu England hier im Spiel überhaupt keine Blitzer. In Deutschland gibt es keine Blitzer. Vor allem sind die nicht so bescheuert aufgestellt. Hier ist 50. Natürlich, okay, Stadt. Aber trotzdem, was ist das? Da drehst du doch durch. Vor allem als Deutscher, wo es immer heißt, die Deutschen. Wir fahren ein bisschen anders, weil da ist ein Fragezeichen, ich möchte wissen, was es ist. Ein Renault-Händler. Okay. Dong. Oh, bremsen. Bremsen! Gut. Ja. Jo, England. Birmingham, Cambridge, Felixstowe. Alles hier in der Ecke, glaube ich. Bin mal gespannt, wo uns der nächste Auftrag hinführt. Ein bisschen müde bin ich immer noch. Ich muss ja auf die andere Fahrbahn. Ich wollte gerade schon wieder auf die falsche fahren.
aber noch gemerkt. Mal falsch gefahren. Sind wir vorhin noch ganz kurz, ich glaube am Anfang von dem Auftrag. Und da hatte ich Glück, dass keiner gekommen ist, sonst hätte ich da wohl auch eine Strafe bekommen. Mal wieder was Schwieriges zum Einparken, sehr schön. Wobei wir uns ja vorhin ganz schön deppert angestellt haben. Vollgas rückwärts. Vollgas rückwärts in die Parklücke! Zack, drin, Mann! Tschakka! So geil. Gut. Nächster Auftrag von Felix Dove aus. Nicht Amsterdam, Birmingham. Birmingham sieht schon besser. What the hell? 250 Kilometer und keine Kohle. Aha, glaube ich spinn. Ja, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Weil wir wollen in England bleiben. Wenn wir in England bleiben wollen, dann müssen wir eben das in Kauf nehmen. Gut, dann fahren wir mal zu Postbeat, glaube ich, war das. Oder? Ich weiß, nee, Postbeat kann nicht sein, aber da müssen wir ja die Stadt verlassen, müssen wir aufpassen, da gibt es bestimmt wieder irgendwo einen Blitzer. Ach, Tree IT mal wieder. Na, guck hier, 30. Warum? Ja klar, Meilen, aber... Ich verstehe vor allem nicht, weshalb die Engländer noch so blöd sind und immer noch die Meilen behalten. Sollen sie da einfach das metrische System einführen? Ich hoffe mal, dass es nicht mehr lange braucht, weil das ist ja schon... Oh Gott. Nervig. Also allein für mich hier in dem Spiel. Also ich weiß ja nicht, wie das in echt ist. Ich war ja noch nie in England. Aber trotzdem. Dann können wir auch den nehmen. Ist ja wurscht. Müssen wir sowieso irgendwann mal exploren hier. Das ganze Gemüseland. So, einmal bitte an die Schalter 3 kommen. Das Sägewerk hier hat immer sehr viele Stellplätze, also generell diese Firma. Ups. So. Ja, dann fahren wir mal die Baumrinde. Nach Birmingham, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Birmingham Postby. Und die Sonne geht auf. Wie toll. Also, bis nachher.
Hallo zurück, Leute. Wir sind in Birmingham angekommen und sind natürlich nochmal geblitzt worden. Also ich weiß nicht, was ich da immer falsch mache. Irgendwie mögen mich die Engländer einfach nicht. Sind dann 1.100 Euro, die mir so durch die Lappen gegangen sind? Das ist schon nicht wenig. Aber naja, was soll's. Wir machen weiter. Wir machen weiter und geben Gas. Ja klar, kurzer Anhänger, schnell eingeschlagen und weg ist er. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt hat's geklappt und dann sind wir glücklich. So. Und dann kommt jetzt der letzte Auftrag für heute. Mal gucken, wo es hingeht. Birmingham. Cardiff. Cardiff wird eine. Das sieht so ein bisschen geschlängelt aus. Wie hier. Aber ich denke, das ist genau das Richtige, dass wir die nach Cardiff bringen. Und mal wieder ein. Oh, mal wieder ein Steinbruch. Das wird die. Die Feuertaufe für meinen neuen Truck. Der war ja noch nicht im Steinbruch. Aber meine Annahme ist ja, dass der durch die zwei angetriebenen Hinterachsen deutlich besser da hochkommt. Ach scheiße. Stimmt. Schlafen müssen wir auch noch. Wir fahren jetzt mal rechts. Gucken, was da ist. Na, immer ein Händler. Nein! Ich wollte hier nur mal umdrehen. Was anderes wollte ich da nicht. Ich wollte nur umdrehen. Fuck, Alter. David! Bin voll in die falsche Richtung gefahren. Ah. Passiert ja mal. So, wir müssen jetzt noch zum Hotel. Ist denn das? Ja, ich bin noch auf dem Weg. Er stresst mich immer, wenn der so laut gähnt. Ja, das war ein bisschen zu arg gebremst. Eieiei, rumpel, rumpel. Ey, das Hotel hier sieht ein bisschen anders aus. Ist ja mal interessant. So, wir ratzen eine Runde. Ich hoffe, Martina verdient ein bisschen Geld. Und dann sehen wir das gleich. Ja, 1.500 von Tina. Nein, sie musste eine Leerfahrt machen. Das ist natürlich immer doof. Also das, was ich hier immer vermeide. Nein. Er hat 1.500 verdient. Und dann 600 wieder ausgegeben. So, der Auftrag scheint noch da zu sein. Hoffe ich doch mal. Oh, 50 EP bekommen.
von KIT nicht mehr so wieder. Dann fahren wir da mal hin. Also hätten wir KIT nicht, ich glaube, dann wird man pleite gehen. Also die Aufträge, die uns KIT schon alles verschafft hat, sind eine ganze Menge. Guck mal, hier kommt nicht wieder irgendwie so ein Kackblitzer. Boah, diesmal haben wir nicht zu sehr abgebremst. Tadam. Nein, den Auftrag gibt's noch. Manchester können wir auch fahren. Blixdorf, Cardiff. Nein. Wir fahren von Birmingham nach Cardiff in den Steinbruch. So, wo steht das Ding? Da hinten. Ah, da steht's. Ja, ich muss erst auf dem an dem Container vorbei. So, dann ziehen wir mal ein bisschen nach links. Dann stoßen wir mal noch ein bisschen zurück. Das war nicht gut. Vor allem sollte ich da gerade hinfahren, weil wenn der Auflieger noch ein bisschen nach links versetzt wird beim Andocken, dann haben wir ein Problem. Dann bleiben wir nämlich gleich hier hängen. Weil da müssen wir erst ein bisschen gerade rausfahren, dass wir da an den Baumstämmen vorbeikommen. So, wir machen uns auf ins schöne, ich weiß gar nicht, Cardiff ist Wallis, glaube ich. Wales. Und da fahren wir jetzt mal hin. Bis nachher. Sind im Steinbruch angekommen. Ich habe es ein bisschen verpeilt gerade. Ich war so damit beschäftigt zu gucken, ob der LKW im Steinbruch zurechtkommt oder nicht. So, das ist gerade. Moment, der ist ein bisschen arg laut. Einer. So. Dass ich ein bisschen arg fokussiert war auf andere Dinge. Aber wir machen jetzt kurz eine Testfahrt. Und zwar einfach mal den Steinbruch hoch, ohne Aufleger. Und gucken mal. Und immer noch dieses Raupensymbol. Ich weiß nicht, was dieses Raupensymbol bedeutet. Wenn ihr wisst, was das Raupensymbol bedeutet. Test. Dann schreibt mir das bitte.
kommt hoch. Hat auch so ein bisschen seine Mühe, aber Leute, das ist der... Ist schon oben. Es ist das stärkste Volvo, den es gibt. Also was soll man da machen? Ja. Werde ich mir beim nächsten Mal Gedanken machen. Jetzt war es das erstmal für diese Folge von Euro Truck Simulator 2. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin froh, dass ich endlich mal wieder in Steinbruch angekommen bin. Die England-Tour werden wir weiter fortsetzen in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute.